Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wie man die Gophanon-Schmiede freischaltet, wie man die Questreihe kriegt, wie man das Ganze abschließt, an welchen Punkten, das Ganze Schritt für Schritt. Zu Beginn, um die Questreihe überhaupt zu kriegen, müssen wir Gefallene töten. Jeder Gefallene hat da dann eine Chance, dass das Item bzw. die Quest droppt. Das funktioniert eigentlich relativ gut bei gewissen Events, wo viele Gefallene auftauchen, beispielsweise auf der Erde, wo wir hier diese Extraktion verhindern müssen. Bei Stützpunkt Hades funktioniert das gut oder auch bei der Schlamm. Da haben wir zwei Punkte, wo dieses Event immer wieder mal auftaucht. Man kann auch einfach in der Trostlande da Feinde töten, gibt ein paar gute verlorene Sektoren und wenn wir die Quest dann haben, müssen wir damit zu Ada gehen. Sie gibt uns dann den nächsten Questschritt und zwar, dass wir 35 verdorbene Ausrüstungsteile finden müssen bzw. bergen müssen. Die kriegen wir, wenn wir Gefallene töten mit Headshots. Dann haben die eine Chance, dass dieses Item droppt. Zieht sich ein bisschen in die Länge, weil nicht jeder Feind, den wir mit einem Headshot killen, dieses Item dann auch droppt. Finde ich ein bisschen blöd geregelt, aber nun gut, so funktioniert's. Feinde töten. Funktioniert relativ gut auch im Anfangsgebiet, da haben wir auch mehrere verlorene Sektoren und viele Gefallene, die wir easy mit einem Headshot killen können. Wenn wir das dann abgeschlossen haben, kriegen wir den nächsten Questschritt. Mit dem müssen wir zu Spider gehen, das heißt wir gehen auf die Wirrbucht, gehen zu Spider und er hat dann den nächsten Questschritt für uns. Hier müssen wir das Event mit der Kryo-Kapsel aktivieren und den Feind dadurch fangen, indem dass wir das heroisch triggern und wir müssen Feinde mit Nahkampf töten. Das Ganze funktioniert in der Diebesmund bzw. auf der Wirrbucht bei Diebesmund relativ gut, da findet nämlich auch das Event statt, wo wir den Gefallenen fangen müssen. Währenddessen wir auf das Event warten, kann man da dann auch einfach die Gefallenen niederboxen oder niederprügeln, um eben noch diese Nahkampf-Kills zu machen. Dann, wenn das Event da ist, dann müssen wir das auf heroisch triggern. Wenn ich weiß, wie das funktioniert, in der Infokarte wäre dann noch ein Video verlinkt. Wenn wir das dann geschafft haben, dann haben wir diesen Questschritt abgeschlossen. Als nächstes müssen wir dann wieder zu Spider gehen, ist relativ angenehm, wir können einfach kurz zu ihm hinfahren, sind ja schon auf der Wirrbucht und der nächste Questschritt wäre, wir müssen gefallenen Depots auf der Erde aufspüren. Dafür kriegen wir eine Questreihe, die auf der Erde ist, das heißt wir können das direkt anwählen, können hinfliegen, müssen da ein paar Bossgegner töten, zieht sich auch hier leider Gottes sehr in die Länge, wir müssen da zwei Feinde töten, um zum Endboss zu kommen und dann, ja, zieht sich halt in die Länge. Muss ich nicht viel erklären, einfach diesen Questschritt abschließen. Der darauffolgende Questschritt ist, dass wir ein hochrangiges Ziel abfangen müssen. Das müssen wir auf Nessus machen und zwar muss das ein bestimmter Captain sein, der da bei der Exodus Black ja teilweise auftaucht. Ist auch hier sehr mühsam, denn wenn wir diesen Boss nicht töten bzw. jemand anderes killt ihn, kriegen wir den Punkt nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Spielfehler ist oder ob das gewollt ist. Auf alle Fälle, ihr müsst den Kill machen und man muss auch warten, bis der auftaucht. Unten links wird das dann immer angezeigt, ein mächtiger Feind ist in der Nähe. Nun, so funktioniert. Das dauert aber, das zieht sich leider Gottes ziemlich hin. Dann müssen wir wieder Depots untersuchen von den Gefallenen, dieses Mal aber auf Nessus. Auch hier wie auf der Erde einfach hinfahren, Mission annehmen und abschließen. Ist nicht wahnsinnig schwierig, wir müssen da einen Boss töten, müssen da noch was scannen und dann haben wir das auch abgeschlossen. Der nächste Questschritt ist, dass wir die Schmiede finden müssen auf Nessus, eben die Schmiede, die wir freischalten wollen. Dafür müssen wir auch wieder auf Nessus, hier wird es direkt angezeigt, wo wir hingehen müssen, ist also auch relativ simpel zu finden. Am Ende kämpfen wir dann gegen einen großen Sevitor. Ich würde euch empfehlen, das im Einsatzdruck zu machen, alleine ist es ziemlich mühsam. Er teleportiert einen extrem häufig hoch, er kriegt wahnsinnig häufig einen Schild, ist sehr anstrengend alleine. Ich würde gucken, dass man das in der Gruppe machen kann. Es frustriert nämlich mit der Zeit, wenn man das solo macht. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Dann kriegen wir, wenn wir das abgeschlossen haben, den nächsten Questschritt. Hier bin ich mir nicht sicher, ob jede Woche der gleiche Questschritt drin ist. Ich werde aber trotzdem mal diesen Questschritt mit dem Scharfschützengewehr erklären. Wenn das jetzt wöchentlich wechseln würde, dann müsste man hier vielleicht was anderes freischalten als ein Scharfschützengewehr. Keine Angst, einfach die Questreihe machen. Nun gut, ich erkläre das jetzt mit dem Questschritt für das Scharfschützengewehr. Wie bei allen Missionen müssen wir dann einen Waffenkern finden, dieses Mal aber auf Nessus, weil es sich ja um die Nessus-Schmiede handelt. Das können wir hier in dem Anfangsgebiet, Artefaktsaum, oder in der Senke, da können wir diesen Waffenkern holen.
bedeutet warten, bis der Boss mit seinen Truhen kommt, Waffen, Kern, Mobsen und dann hätten wir den auch schon geholt. Um noch die Mischätter zu finden, müssen wir, beziehungsweise zu bergen, müssen wir Gefallener töten. Ist auf Nessus, glaube ich, auch kein Problem. Wirren und schwirren ja mittlerweile überall rum, diese Gefallenen. Das heißt, einfach töten und dann den nächsten Questschritt freischalten. Hier müssen wir Präzisionskills machen mit Scharfschützengewehren und mächtige Feinde mit Scharfschützengewehren töten. Bei den Prezi-Kills geht es scheinbar auch mit Handcannons. Also das heißt, ihr könnt da scheinbar auch normale Waffen verwenden, um diese Headshots zu machen. Die mächtigen Feinde muss man hingegen definitiv mit einem Scharfschützengewehr töten, dafür würde ich zu Kalus gehen, zum Raid. Im Anfangsgebiet haben wir da mächtige Feinde, die wir eigentlich relativ einfach weghauen können mit einem Scharfschützengewehr. Wenn man es beim ersten Lauf nicht macht, fliegt man den Punkt einfach neu an, dann hat man wieder Munition und kann eben diese mächtigen Feinde easy killen. Um die Headshots zu machen, da habe ich es zum ersten Mal mit dem Scharfschützengewehr gemacht, beim zweiten Mal, wo ich die Schmiede freigeschaltet habe mit dem nächsten Char mit Handcannons. Ob es ein Bug ist oder nicht, weiß ich nicht, zumindest ging es bei mir mit Handcannons ebenfalls. Der nächste Schritt wäre dann Multikills mit Scharfschützengewehren. Ist auch hier relativ einfach, wir müssen zwei Feinde schnell nacheinander töten mit einem Scharfschützengewehr, das heißt Scharfschützengewehr ausrüsten, irgendwo hoch oben hinstehen und mehrere Feinde schnell nacheinander killen. So wie ich das jetzt hier zeige. Zack, Schuss geht daneben, nächster Schuss zählt trotzdem noch dazu. Das heißt, das müssen wir zehnmal machen. Auch hier, ja, nicht wahnsinnig schwierig. Als nächstes müssten wir strahlende Samen sammeln. Wie das bei den ganzen Questschritten von den Waffen ist, müssen wir da auch wieder 20 Stück sammeln. Ich mache das am liebsten in der träumenden Stadt und zwar bei dem verlorenen Sektor, der unten rechts ist, bei das Ufer. Da haben wir nämlich einen Bossgegner, wenn wir den töten, droppt der 10 Stück. Das heißt, wir müssen diesen verlorenen Sektor nur zweimal machen und dann haben wir diese strahlenden Samen auch alle schon gesammelt. Als nächstes müssen wir dann wieder zurück zu Ada gehen mit diesem Questschritt. Sie gibt uns dann die Mission, dass wir in die Schmiede gehen müssen bei Nessus, also die Gofanon-Schmiede. Schließen die Schmiede ab und erhalten dann die Waffe. Eben wenn es hier eine andere Questreihe ist und nicht das Scharfschützengewehr, dann muss man es halt genauso machen, halt einfach mit anderen Missionen. Ansonsten genau 1:1 das gleiche. Nun gut, und wenn Ada jetzt für euch beispielsweise Waffenformen zur Verfügung hätte, die ihr auf Nessus machen müsst, dann könnt ihr diese Missionen annehmen und auf der Nessus-Schmiede das Ganze abschließen. Wenn ihr übrigens auch noch einen Guide zu der Schmiede an sich haben möchtet, so ein paar Tipps und Tricks, wo man sich vielleicht gut positionieren kann, dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann werde ich dazu selbstverständlich auch noch ein Video machen. Gut, dann würde ich sagen, das wäre es auch schon gewesen. Wenn das Video gefallen hat, lasst einen Like da, schreibt noch was in die Kommentare, wenn ihr was loswerden möchtet, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr von meinem Kanal verpassen möchtet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!